Toffelino, einen wunderschönen guten Abend. Ja, oh, das Spiel, ne? Das macht mich ja so geil. Also momentan geht's ja richtig ab. Ich weiß nicht, wer die letzten 2-3 Streams gesehen hat. Alter Schwede, da scheißt ihr ja in die Hose. Das nächste Kapitel von Alan ist dran. Also, wer das jetzt nicht mitgekriegt hat, die letzten Tage. Es sind insgesamt 18 Kapitel. 9 davon spielt man mit Saga, ne? Das ist die FBI-Frau. Und 9 Kapitel spielt man mit Alan. 2 Kapitel mit Alan haben wir vorgestern gezockt. Das heißt, jetzt ist Kapitel 3 von Alan dran. Oh. Geht's da weiter? Oh, fuck. Oh, das muss ich kurz überlegen. Wir müssen das Ritual noch fertig machen, ne? Ich konnte das Dunkel nicht hören. Kann ich da lang? Ja, sofort. Ja, da vorne ist es ja. Der Tunnel war jetzt offen. Ich gelangte hindurch. Dass der nicht speichert, wenn das Kapitel zu Ende ist. Oh, ich werde verfolgt. Lauf, Forrest, lauf! Alter. Ja, der kann gar nicht. Das war schon Rennen, ne? Ich erinnerte mich. Er ist auch ein alter Mann mittlerweile. Das war stets da draußen. Der kann nicht mehr so schnell rennen. Ja, ne? Voll langsam. Bestimmt, um es spannend zu machen. Bisschen creepy, ja. Ra. Ra, 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 ra. Oh Gott. Mein Bauch voll. So, da liegt wieder die Leiche. Nightingale. Hoppala. Ja, mit dem Kopf so an den Balken dran und dann boing. wie in so einem schlechten Comedy-Film. Ich hatte den Tatort entdeckt. Irgendwie war das Herz des Opfers. Oh, meinst du, da gibt's einen Plan? Sicky Jackson. Oha. Muss wieder auf der Bocke. Jag mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Schocki. Auch wieder interessant, hast gesehen den Alert. Der Hintergrund, also die Hintergrundanimation kam nicht. Gestern Abend sitze ich auf der Couch und habe eine Idee, warum das... Ah, jetzt fällt mir es wieder ein. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass ich nicht mehr weiß, was die Idee war. Ich probiere mal eben was. So, einmal hier. Aktualisieren. Vielleicht kapiert er das. Geht's nicht mehr auf den Bock, ne? Ja, ja. Das denke ich mir. Ich glaube, wenn man da mal runter ist, dann muss man da nicht mehr unbedingt drauf. So, Visual Effects aktualisieren. Visual Alerts aktualisieren. So. Vielleicht geht's jetzt. Wer weiß, wer weiß. Vor allem nicht bei uns. Jawollo. Jawollo. Etwas war anders. Ich fühlte mich meinem Zuhause so nah. So, die Szene, wer kennst du noch? Kapitel 2 oder was es war von Saga. Wo die sich treffen. Sie hört mich. Sie kann mich hören. Ich bin Saga Anderson, FBI. Jetzt führt eins zum anderen. Ich bin Alan Wake. Ich sitze hier fest. Im dunklen Ort. Unter dem Cauldron Lake. Cauldron Lake. Sie. Ich versuche zu entkommen. Ich mache Fortschritte, aber ich bin in Gefahr. Das Dunkel. Hol doch. Hilfe. Bitte. Helfen Sie. Ich spürte es. Ich war ganz nah. Oh Mann, ey. Hatte mir die Frau in der Vision geholfen? So, jetzt geht's los. Etwas hatte sich geändert. Draußen. Parliament Tower. Wo ich mit Alice lebte. Alice? Es war da. Alice. Who the fuck is Alice? Und wartete.
Oh, das ist doch hier Empire State Building. Ja, das spulen wir vor, weil das haben wir ja schon gesehen. Wer es nicht gesehen hat, man beachte meinen YouTube-Channel. So. Geh jetzt im Apartment im Parlament. Tunnel, Tower. Okay. Hey, ho, let's go. Okay. The writer of the first word, not the writer of the last, with the terror. Achso, guck mal hier. Deutsch. Wer schrieb wem? Wer schrieb dieses Gedicht? Hm. Wer kennt wen? Ich? Nein. Da steht aber noch mehr. Na, ist egal. So, hier, Licht. Guck mal, die Spiegelung im Wasser. Also Raytracing ist schon geil. Oh, ein Echo. Cool. What? Müssen wir genau treffen. Nur ein Stück. Als ich den Tatort betrat, spürte ich, dass etwas in der Luft lag. Eine Bedeutung. Die grausame Emotion der Tat, wie eine Wolke des Zorns. Die toten Augen des Opfers starrten etwas Unsichtbares an. Und doch war man sich dessen Anwesenheit bewusst. Etwas war auf molekularer Ebene in diesen Ort eingedrungen. Es überlagert deine wertlose Existenz. Ein Rückschritt hin zu etwas, das du vergessen hast. Es markiert dich, macht mit dir eine Spritztour. Ja. Treibt dich in den Wahnsinn. Spritztour. Okay. Das sieht aus, als könnte das geflutet werden. Und dann geht's auch noch tiefer. Das kann ja wohl nicht angehen. Everybody gonna be cool, this is a robbery. Ah, der Anfang. Das ist der Anfang. Da können wir hier wieder raus. Nimm das Licht wieder mit. Die Station hatte sich verändert. Ich war jetzt näher dran. Kann man da Schabernack treiben? Nee, ne? Lampe? Lampe. Lampedusa. Parliament Tower. Unser Zuhause in New York. Ah, der da. War ich wirklich so nah an meiner Heimat? Ja, sicher. Wäre ich zu Hause, wenn ich hoch in die Wohnung gehen würde? Oder war das nur ein Echo der Realität? Fragen über Fragen. Selbst dann hätte mich der Tatort der Flucht näher gebracht. Da klingelt schon wieder das Telefon. Oh. Oh, ich höre Menschen. Das Münztelefon an der Plaza klingelte erneut. Ja. Trau dich. Hey, Alan. Schön, Sie zu hören. Ich dachte, ich hätte Sie wieder verloren. Wer sind Sie? Warum helfen Sie mir? Sind Sie tiefer vorgedrungen in den Übergang? Sprechen oh ja, Sie Mann. Vom Tatort? Ganz ja, tief. Ich. Das ist fantastisch, Alan. Wir sind unserer Flucht näher. Wir machen Fortschritte. Ja, wenn Sie endlich meine Fragen beantworten würden. Beim letzten Mal waren Sie ziemlich besorgt um Alice. Waren Sie beim Parliament Tower?
Und haben Sie sich vergewissert, dass Sie entkommen müssen? Natürlich kamen Sie raus, deshalb bin ich hier. Das war doch der Sinn der Sache. Seien Sie vorsichtig, Alan. Das Dunkel stiehlt von Ihnen. Es kann sich bereits als Ihr Double manifestieren. Ja, voll spannend wieder. Halt, warten Sie. Hallo? Oh, es kann sich als mein Double manifestieren. Aber da werde ich nicht drauf reinfallen. Denn ich bin ich. So. Kann ich da rein? Ein Echo. Nee. Dahin. Der Schriftsteller. Vielleicht war er ein Opfer. Der Kult nutzte seine du Worte. Opfer. Oder er war das Monster hinter allem. Alice Wake, seine Ex, wusste jedenfalls etwas. Es war da, in ihre Kunst eingebettet. Ein Hilferuf. Die Dunkelheit, die sie gesehen hatte. Sie war in Gefahr. War Alice Teil der Geschichte? Basteln, dass ich besser an die Tastatur dran komme. So. Oh, das sieht aber beschissen aus, ne? Warte mal. Machen wir das doch wieder so. Sorry für die Geräusche, die da wahrscheinlich entstehen. Machen wir mal so. Okay. Also. Nehmen wir die Tür. Und es hat immer noch was von Matrix. Ne, dieser grüne Stich, die Friese. Da kam übrigens gerade noch ein Update, bevor ich starten konnte. Keine Ahnung, was das war. Ich schätze mal Performance. Was auch sonst, ne? Ui. Verfolgung. Initiation 3. Alice Fotoausrüstung. Der Auslöser war mit der Tür verbunden. Okay. What the hell? Das nenne ich einen Kleiderschrank. Aber er ist zu. Kuchen. Alice. Pick photos for exhibition posters. Ja, ich kann nur das picken. Das ist ein Foto von Scratch. Hm. Woher hat es Alice? Steigt er hier etwa nach? Ja, mehr kann ich hier gar nicht berühren. Mhm. Die Tür zu meinem Arbeitszimmer, in dem ich geschrieben hatte. Das Symbol war vorher nicht hier. Alter, was ist für eine Wohnung? Und warum hat er keinen Fernseher? Ah, weil er einen Beamer hat. Da braucht er natürlich keinen Fernseher. So. Was möchte uns der Künstler dieses Bildes damit sagen? Da geht nix. Balkon? Nein. Ah, hast du gesehen? Das war ein bisschen
schwummerig hier. Ja, aber das ist ja überall. Das sind diese Schatten. Oh, hier. Was ist das? Ein Controller? Eine Kamera. Alles Videokamera. Ohne Speicherkarte. Ich denke mal, wir werden eine finden, ne? Alter, wie viel von den Ballspielen hatten die? Im Schlafzimmer war noch eins. Wahrscheinlich steht Alice auf Bälle. Video Art Dock on Screens Multiple Focal Point of the Dark Place. Yeah. Aber sonst ist hier nix. Okay. Und die Küche. Ist auch eine geile Art, so eine Zwei-Zimmer-Küche-Bad. Ne, noch nicht mal Küche. Nee, Arbeitszimmer gibt es ja auch noch. Das ist eine Dreizimmerwohnung. Nichts im Kühlschrank. Eieiei. Ei, ei. Oh, Speicherkarte. Part 1. Alice Speicherkarte. Dann können wir uns gleich auf den Beamer reinziehen. Gitarre. Ich will spielen. Morning Crunch. Bright Falls Blend. Kaffee. Okay. Dann. Film gucken. Ich hoffe, das ist nichts Perverses. Nicht, dass ich noch gesperrt werde. Sitzen. Ich könnte es in New York als Künstlerin schaffen. Dann traf ich Alan. Und der hat mir alles versaut. Wir verfolgten beide unsere kreativen Ambitionen. Nur, dass Alans Arbeit Geld einbrachte, aber... Er beschaffte mir Arbeit. Ich machte seine Werbefotos. Und gestaltete seine Einbände. Bestimmt hat er seinen Verleger dazu gezwungen. Ich habe Fotos gemacht, aber es waren nicht meine. Ja, ne? Super gemacht. So geil. Das war im ersten Teil auch schon so. Reale Figuren und Spielfiguren. Echt super. Wir liebten uns. Dann... hatte Ellen eine Blockade. Und es kam eine Seite zum Vorschein, die mir nicht gefiel. Ich brachte ihn zu einem Arzt in Washington. Doch ich sagte es ihm erst, als wir dort ankamen. Waschschinke? Lecker. Wir stritten. Eins kam zum anderen. Und dann war er weg. Du warst dabei. Ertrunken hieß es. Oh ja, das wäre geil. Alle Leute gaben mir die Schuld dafür. Grillen, Barbecue und Co. Das tat ich manchmal sogar selbst. Ungefähr vor 6 Jahren fing ich an, nachts Geräusche zu hören. Erpelpelle? Was ist das denn? Entenhaut. Alan war zurück. Gänsehaut. Er folgte mich. Dann kam es zur Gewalt. Dann hat er dich getötet. Es war Alan.
jetzt war er ein Monster. Untertitel ist auch geil, ne? Stimmt nur selten überein. Er trug schon immer Wut in sich. Ich stellte überall in der Wohnung Kameras auf. Mit Bewegungssensoren und Blitzlichtern. Und jetzt, wenn das Monster kommt, verwandle ich es in Kunst. Voila. Meine Albträume auf Film. Und das ist der Schwerpunkt meiner neuen Ausstellung. Um klarzumachen, dass die Welt viel dunkler ist, als sie glauben. Wo ist denn der Beamer? Ach da. Ist der dunkle Ort. Okay. Pass auf. Alice. Scratch schüchterte sie ein. Warum? Oh. Also Scratch ist sein alter Ego, ne? Sein böser Zwilling. Wer den ersten Teil nicht kennt. Ich saß im Writers Room und schrieb die Geschichte Initiation, um mich durch den dunklen Ort zu projizieren, um weit in die Ferne zu blicken. Die Geschichte hat mich hergeführt, aber ich kam nicht weiter. Ich war wieder am Anfang. Ich schrieb die Geschichte. Und in der Geschichte betrat ich nun den Writers Room. Doch da war niemand, der schrieb. Das war ein schnelles Ende. Ein schnelles Kapitel. Ja, dann hören wir uns den Song noch an. Aber ich bin ja happy, dass die Songs kein Urheberrecht, wie sagt man, verletzen. Controller geht immer noch nicht. Alter. Okay, warte mal. Solange das Lied da läuft, probiere ich mal was. Ich lock mich da mal ein. Just to fall into this trap.